auf in die Schlacht, Leute. Die Rache ist unser. Nein. Nein, 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 nein. Okay, ich gebe auf, ich gebe auf. Hallo und schönen guten Tag. Willkommen zurück, ihr Lieben, in der nächsten Folge von Star Valor. Ah, so, ich muss mich mal kurz hier umgucken. Was? Uiuiui, sieht's hier rot aus. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Asteroidenfelder, genau. Wir wollten ja ein bisschen abbauen, um hier mal ein paar Quests loszuwerden. Dafür müsste ich aber jetzt mal das Schiff umbauen. So. Wir werden mal kurz die ganzen Waffensysteme abbauen. Vielleicht außer die Geschossabwehr. Die verbrauchen, glaube ich, nicht so viel Energie. Die können wir noch drin lassen. Und wir brauchen irgendwelche Abbaulaser. Bergbau-Abbaulaser haben wir. Rüst dich mal aus. Aber einer wird nicht reichen. Ich werde noch ein paar kaufen. Eins, zwei. Machen wir mal vier. Machen wir mal vier Abbaulaser. Eins, zwei, drei. So, lass uns das mal hier kurz angucken. Energietechnisch sieht es gut aus. Die Energie bleibt ein bisschen überhitzt, der obere Laser. Sekunde mal. Wieso? Was haben wir hier vorne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hm, verstehe, einer ist zu viel. Einer ist zu viel, dafür haben wir keine Energie. Es sei denn natürlich, wir bauen die Geschütze mal ab. So, kurz mal gucken. Das sieht gut aus, das hält er aus. Okay, hier unten haben wir Asteroiden. Jetzt werden wir mal ein bisschen farmen. Ich werde das Ganze aber ein bisschen beschleunigt machen in der Aufnahme. Werde das ein bisschen beschleunigen. Weil, ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, das Ganze. Oh, da sind schon ein paar Kristalle. Die nehmen wir uns mal mit. Und ja, werden wir ein paar Minuten hier einfach mal ein bisschen farmen, damit wir genug Kupfer und Nickel und allen möglichen Schrott haben, den wir so brauchen. Ich hoffe, hier kommt genug raus, weil das Asteroidenfeld scheint mir nicht so groß zu sein. Mal sehen. Ich hoffe, wir werden auch nicht von Händlern hier angegriffen. Gut, wir legen einfach mal los. Okay, kurz abbrechen. Hier ist mir ein bisschen zu viel los. Vier Schiffe mit den Abbaulasern. Habt ihr ja gesehen. Konnte ich ja zumindest den einen weglasern. Klappt auch ganz gut mit Lasern, die zu zerstören. Aber das ist jetzt doch ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen blöd, dass hier so eine Action ist. Ach, nervig. Ich möchte doch hier nur ein bisschen farmen. Gut, wir machen das hier mal ein bisschen anders. Wir werden doch ein paar Waffen mitnehmen. Aber die auf eine andere Taste legen. Dann nehmen wir noch die Salben mit. Ne, geht nicht. Zu viele. Dann werde ich einen Erzbau doch abbauen. So, einmal den, einmal den, einmal den, einmal den und einmal den. Dann legen wir die auf die rechte Maustaste. So. Und wenn wir wieder Ärger bekommen, dann kämpfen wir halt. Gut, wieder zurück. Okay, okay. Na gut, hoffentlich lassen die mich jetzt in Ruhe jetzt. Vielleicht sehen die, dass ich ein paar Laser doch jetzt dabei habe und überlegen sich's nochmal. Und hier ist bisher noch nichts rumgekommen. Egal, wir fahren weiter. Mein Gott, schon wieder raus hier. Oh, das ist hier ein blödes Gebiet irgendwie zum Abbauen, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, es hat auch noch gar nichts gedroppt. Kein Nickel, kein Kupfer, kein Aluminium, kein nichts. Vielleicht reisen wir doch in ein anderes System, aber hier müssen wir die Quest leider abgeben.
können mal schon mal das verkaufen, was wir hier so gedroppt haben. Oh, und vielleicht auch mal die ganzen Waffen ausbauen. Den hier können wir wieder verkaufen, glaube ich. Oh doch, ein Nickel haben wir. Ein Nickel haben wir. Die blauen Kristalle behalten wir. Den Bauplan kann ich immer noch nicht lernen. Keine Ahnung warum. Helft mir, Leute. Wisst ihr, wie das funktioniert? Gerne in die Kommentare reinknallen. Rotes Eisen will er nicht. Okay, wo sind wir denn hier, verdammt nochmal? Wo könnte ich denn hin, wo ich vielleicht ein bisschen ruhiger habe? Ja, nirgendwo, außer zu Hause. Da oben haben wir ein paar Quests abzugeben. Ich will jetzt nicht schon aufhören. Eigentlich wollte ich jetzt hier mal richtig farmen, den ganzen Spaß. Was haben wir hier? Kurz mal gucken. Ein Nickel war drin, aber noch kein Kupfer. Und noch irgendwas haben wir gebraucht. Ich weiß nicht, ob das Aluminium war. Irgendwas haben wir noch gebraucht. Hier nehmen wir mal kurz die Quest ab. Okay, System abliefern. Was will der? 7 Nickel können wir annehmen. Oh, hier blaue Kristalle. Können wir direkt abschließen. Dann holen wir uns den Tech Cube. Nennen wir mal Tech Cube. Verschrotten. So, und dann würde ich sagen, wir gucken uns doch zu Hause an. 25, 14, ganz da unten. Uiuiui. Oh, verbessertes Aufwertungskit. Cool. Damit können wir aus grünen Waffen oder Ausrüstung blaue machen. Aber wir fliegen jetzt mal hier ohne Umschweife. Direkt zum Tor. Ich glaube, in unserem Heimatgebiet hatten wir ein deutlich größeres Asteroidenfeld. Ja, mit euch möchte ich mich gerade nicht anlegen. Da oben hätten wir eine Quest. Irgendeinen Piraten eliminieren. Egal, ignorieren wir jetzt. Wir machen diese Folge ein bisschen Bergbau betreiben. Um die ganzen Quests mal loszuwerden. Wir sammeln allen Nickel und was wir sonst noch so finden. Wenn wir mal sammeln und dann fliegen wir oder springen wir durch die Systeme. Wie wäre es eigentlich mit Antrieb auf 200%? Hält das meine Energie aus? Ne, die geht runter. Konstant, leider. Bin ich hier richtig? Ja, hier durch. So. Oh. Hier leuchtet was blau. Eine blaue Quest. Das ist aber neu für mich. Was bedeutet das denn jetzt? Gucken wir uns mal kurz an. Abschließen, klar. Piraten töten kennen wir. Fracht benötigt. Plastik, nein. Piraten töten. Fracht, Plastik, nein. Piraten töten. So, Hangar. Was könnten wir aufwerten? Was könnten wir aufwerten? Die Schilde wäre zwar natürlich cool, aber ich weiß nicht. Ich würde schon fast lieber... Ich behalte mir den. Den behalte ich mir noch. Ein Warp-Antrieb. Oh! Der ist schon mal besser. Rüsten wir aus. Oh, repariert zuerst dein Schiff. In Ordnung. Tauschen wir aus. Sehr gut. Energiezellen behalten wir. Nickel behalten wir. Den roten Eisen können wir nicht verkaufen. Das normale Eisen... Können wir verkaufen? Ich glaube nicht, dass wir irgendwo Eisen abgeben sollten, oder? Ach, das sind schon mittlerweile so viele Quests. Wir gucken mal kurz die ganzen Lieferungen. Kupfer, Lieferung Silber, Fracht Kobalt, Fracht Silber, Kupfer. Hier unten Silber, rote Kristalle, Kupfer. Okay, okay, ich glaube... Eisen brauchen die nicht. Alles verkaufen. Graues Erz können wir auch verkaufen. Diesen Bauplan werde ich erstmal irgendwo... Oh, den kann man nur in Station lagern. Was wiegt der denn? Null. Dann nehmen wir ihn mit. Dann behalten wir den. Okay. Ab hierhin.
Oben könnten wir eine Quest abgeben. Ach, komm. Wenn es auf dem Weg ist, machen wir das eben mal schnell. So. Quest abgeben. Ach, die Nickel-Quest. Eine kriegen wir dadurch schon mal weg. Handelsregister. 1% Rabatt auf Handelsgüter. Gut, ich habe noch keins. Darum nehme ich das mal und werde das dann synthetisches Fleisch. Ach Gott, die ganzen Piraten-Quests schon wieder. Können wir hier das Eisen verkaufen? Auch nicht. Das lagern wir erstmal in Handelsregister für unser nächstgrößtes Schiff. Im Moment haben wir keinen Platz für Systeme mehr. Okay. Nächster Asteroidengürtel. Ich hoffe, das wird jetzt hier was. Ein paar Nickel, paar irgendwas Gutes, bitte. Und los. Oh shit, wir sind schon voll. Okay. Dann zurück. Verkaufen und direkt nochmal rein. Ach, die Energiezellen. Komm, die werde ich auch erstmal alle auslagern. Muss ich nur später dran denken, die mitzunehmen. Die machen mein Lager gerade voll. Ach, die wollen alle nicht... das graue Eisen und so kaufen. Das wiegt aber viel zu viel. Kann ich das... ich kann das erstmal hier einlagern. Und die Nickel lagern wir auch erstmal aus. So, dann sind wir erstmal komplett blank. Haben volle 40 Kapazität. Und dann gucken wir, was wir davon nachher mitnehmen. Für die Quest, was wir dann brauchen. Und das Passende nehmen wir dann mit sozusagen. So, weiter geht's. Okay, okay. Wir haben ein kleines Problem. Kupfer hat gar nicht gedroppt. Ich weiß, dass man entweder bestimmte Ausrüstung mitnehmen kann oder verbesserte Ausrüstung dabei haben kann, um die Chance auf wertvolle Materialien zu erhöhen. Wir haben Nickel zwar gedroppt, aber sonst auch nichts. Das ist ein kleines Problem. Weil weder will ich mich in die Richtung skillen, ja, weder will ich mich dahin skillen, noch will ich da irgendwas hin verbessern. Vor allen Dingen, ich habe auch kaum Ausrüstung. Also Ausrüstungsslots, um irgendwas einzubauen, das die Chance beim Bergbauen erhöht. Das ist natürlich jetzt blöd. Das heißt, Kupfer werden wir, wie es aussieht, gar nicht droppen. Es hätte ja durch Zufall mindestens ein Kupfer mal droppen müssen. Ist es aber nicht. Und wir sind ganz schön voll. Wir laden mal den Nickel aus. Den Impulsantrieb. Boah, wir haben doch... das wollte ich doch mal ausprobieren, ob zwei Antriebe mehr Geschwindigkeit geben. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Er würde den ersetzen, soweit ich weiß. Wir werden ihn erstmal ausladen. So, jetzt gib mir mal das ganze Zeug hier. Ich muss das irgendwo verkaufen gehen. Die Station kauft das nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die andere Station das kauft. Wir fliegen mal kurz rüber.
Und dann, keine Ahnung, wir geben wahrscheinlich die Nickel-Quests ab, die wir haben. Die Nickel droppen ja. Und die Kupfer-Quest, entweder ich breche sie ab oder wir lassen sie uns für irgendwann, wenn wir doch mal Kupfer droppen sollten. Ich glaube, wir brechen sie ab. Wir haben so viele Quests, so ein Haufen von denen. Da brauchen wir eigentlich nicht noch mehr. Rotes Eisen will er hier auch nicht kaufen. Rotes Eisen will er hier auch nicht kaufen. Das ist natürlich jetzt blöd. Das will ich jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Vielleicht lasse ich das dann erstmal da hinten in der Station liegen. Und nimm mir erstmal den Nickel mit und noch den die restlichen Ärzte, die ich hier verkaufen kann. Mal gucken. Mal gucken, wie viel noch übrig geblieben ist. So. Ne, ja, das wollte er hier nicht kaufen, ne? Ne. So, dann mal kurz auslagern. 5 Nickel. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich gehe nochmal alles durch. Lieferung Kupfer. Aber ein paar coole Sachen wird das schon geben. Silber. Kobalt. Vielleicht behalten wir die erstmal, die Quests. Eventuell kommt von automatisch irgendwas für den Bergbau dazu an Ausrüstung. Was wir doch später einbauen könnten. Aber wo sind die Nickel-Quests? Oder haben wir jetzt alle Nickel-Quests hier gemacht? Ne, hier, 7-mal. 7 Nickel für weiße Ausrüstung. Oh je. Rote Kristalle, Fracht benötigt. Der braucht auch Nickel. Unten war noch einer. Da waren jetzt nur noch 2, 3 Asteroiden. Da ist nicht mehr viel zu holen. Da ist einfach nicht mehr viel zu holen. Die Kristalle möchte ich aber noch mitnehmen. Hier ist noch ein Nickel. Na gut, machen wir die hier auch noch kurz. Vielleicht verbirgt sich doch hier noch was drin. Oh, Silber. Okay, wir haben jetzt einmal Silber gedroppt. Immerhin. Ich weiß leider nicht, wie viel Silber wir brauchen, für die Quest abzugeben. Vor allem, wir haben da mehrere Quests von. Gut, das hier ist der letzte. Der letzte, ziemlich klein dieses Feld gewesen. Ja, falsche Richtung. So. Da unten ist ein Trümmerfeld. Oh, hier ist ein System, bringt ein bisschen Geld rein, nehmen wir mit. Das Trümmerfeld könnten wir auch noch mal kurz mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Die erneuern sich ja immer wieder. Irgendwann kann man da wieder hin. Das ist das Einzige, glaube ich, was sich hier erneuert in diesem Spiel, was respawnt sozusagen. Ja. Oh, hier ist noch einer, der Dicke. Ich glaube, den können wir noch. Ne, das ist nichts. Ist nur Hintergrund. Gut. Ein Silber. Wir gucken mal, ob wir eine Quest hatten mit für ein Silber. Hey, was willst du? Schön. Oh, gib mir das. So, Sekunde. Oh Gott, hier werden... Oh Gott. Wir müssen Tausende und Abertausende zerstören. Mein Gott. Hangar. Den können wir verkaufen. Energiezellen können wir auch erstmal auslagern. Munition können wir verkaufen. Silber behalten wir. Schrott können wir verkaufen. Nickel behalten wir. Rotes Eisen können wir gerade nichts mitmachen. Normales Eisen können wir verkaufen. Graues Eisen können wir unten verkaufen. Roter Kristall auslagern. Blaue Kristalle auslagern. So, Waffensysteme. Abbauen. 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 Einlagern. Meine Laser. Möchte ich wieder alle haben. Aber die Tastenbelegung machen wir wieder auf linke Maustaste. So.
Okay, Geschossabwehr rechts, links, oben. Salve links, rechts, oben. Wie ist unsere Auslastung von Energie? Kurz überprüfen. Ja, sieht noch stabil aus. So, dann versuchen wir mal auf blöd den Laser einzubauen. Er ist jetzt in der Mitte. Wir gucken mal uns die Mitte an. Ja, wir müssten schon kühlen. Also drei Waffen in einem Slot sind zu viel. Baue ich erstmal aus und werde das einlagern. Wo haben wir den Nickel? Haben wir hier. Oh, genau sieben haben wir. Ich glaube, auch sieben haben wir gebraucht. Zumindest für eine Quest. Und kleine Lieferung, ein Kupfer, nein, Lieferung, Silber, wieso fertig? Haben wir Silber dabei? Hm, das verstehe ich jetzt nicht. Kobalt hatten wir keinen. Silber, hier steht fertig. 23,8 abgeben. Verstehe ich nicht. Kupfer. Erstmal gucken wir nach den Nickels. Kleine Nied. Von hier wieder Silber fertig. Ich habe doch gar kein Silber dabei. Irgendwas verbuggt hier gerade. Rote Kristalle können wir auch abgeben. Haben wir mittlerweile auch einiges. Kupfer, nö. Lieferung benötigt. Sprengstoff. Oh, das brechen wir ab. Ich will mich nicht noch um mehr kümmern müssen. 10 Nickel, Alter. 10 Nickel habe ich nicht. Hier schon wieder Silber fertig, sagt er zu mir. Hier, Nickel. 23,8. Wo ist 23,8? Hier oben? Nein. 23,8 ist hier unten. Fliegen wir erstmal das ab. 23,8 ist hier. Den Nickel habe ich dabei, oder? Ach doch, ich habe Silber hier. Ja, klar. Okay, wir haben ein Silber. Mal gucken. Gab mehrere Orte, um den abzugeben. Okay. Ein paar von diesen Frachtquests loswerden und dann, keine Ahnung, wir können Millionen und Abermillionen Piraten zerlegen. In irgendwelchen Gebieten. Wir haben ein größeres Schiff. Ich hatte ja gemeint, wir werden in das obere Gebiet erst reinfliegen, wenn wir richtig Power haben. Und ich würde sagen, naja gut, richtig Power haben wir jetzt nicht, aber wir haben Power. Besser auf jeden Fall wie am Anfang. Das würde zumindest einen Haufen Kohle bringen, wenn wir durch so ein System wirklich durchrocken könnten. Oben haben wir eine Quest. Wen sollen wir denn hier töten, bitte? Ich hoffe, der haut nicht ab. Das ist ein mittleres Schiff, wie ich, glaube ich. Ach, so einer hier. Oh, mein Drehmoment ist nicht mehr der beste auf diesem Schiff. Ist der Händler so ein Raketen-Johnny? Nee, ist er nicht. Jetzt bringen die mich hier völlig raus. Ich möchte gerne die Quest beenden. Lasst mich mal kurz in... Oh, der ist Gold. Goldener Stern, okay. Zerlegen wir erstmal den Händler. Ach. Okay, das war nicht so gut. Gut, dass er nicht auf uns reagiert hat. Stufe 11 ist er. Stufe 11. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wow, hat der viel Hülle. Aber langsam geht's. Der ist mächtig dick, ey. Komm schon. Ich krieg ihn nicht mehr weiter runter. Seht ihr das? Er verliert nichts. Ich hau ab. Wieso? Wieso geht er auf einmal nicht mehr runter? Das war ja merkwürdig gerade. Als wäre da so eine Sperre drin, dass ich angeblich noch nicht stark genug bin und mehr Schaden kann ich ihm nicht mehr machen.
Das war ja merkwürdig gerade. Gut, wir lassen ihn in Ruhe. Wir lassen ihn erstmal in Ruhe. Ich möchte nämlich nicht sterben, weil ich habe natürlich nicht gespeichert, wie immer. So. Was hat hier? Einschlagsdämpfung brauchen wir nicht. Schubverstärker eventuell. Lieferung? Sprengstoff ablehnen. Fracht. Nein. Lokale Systeme können wir machen. Hier könnten wir auch Nickel abgeben. Silber könnten wir auch annehmen und abgeben. Rüstung oder mobile Raffinerie. Ich würde gerne die Quest abschließen, die wir schon haben. Eliminiere. Das machen wir kurz. Reparieren. Graues Eisen kriegen wir hier weg. Okay, super. Schubverstärker. Wir sind ja voll mit dem System, ne? Ja, ja, ja. Okay, er hat aber zwei Seitenantriebe. Wartet mal. Wieso kann er jetzt zwei Seitenantriebe haben? Kann ich dann auch zwei Turbinen haben? Also, ihr wisst schon, Antriebe. Oh, eine Rettungskapsel. Schön, her mit dem Typen. Frank Gill, irgendwas. Wo ist er? Taktiker. Gilmore. War das vielleicht der, den wir ausgesetzt haben in der letzten Folge? Den wir über die Planke geschickt haben? Dann ist er jetzt wieder im Team. Willkommen, Gilmore. Was haben wir hier? Reparaturstrahl. Brauchen wir nicht Zielerfassung? Ja, vielleicht irgendwann abschließen. Ja. Lieferung benötigt. Sprengstoff? Nein. Fracht benötigt? Nein. Systeme abgeben, okay. Schubverstärker laden wir erstmal aus. Wir haben keinen Platz mehr für solche Sachen. Und hier oben können wir noch abgeben. Dann gucken wir mal, dass wir den Nickel loswerden. In der einen Quest, wo wir 7 Stück abgeben sollten. Das war doch hier, oder nicht? War das hier oben vielleicht? War das hier oben vielleicht? Kurz mal überprüfen. Ja, 7 Nickel, okay. Ach, dann holen wir uns... Analyse für Asteroiden haben wir noch nicht. Können wir nehmen. Abschließen, abschließen, Piraten eliminieren. Na klar, machen wir Systeme, ja, Logen. Puh, okay, unser Inventar müsste jetzt leer sein. Zielerfassung brauchen wir noch nicht ausladen. Analysegerät brauchen wir auch noch nicht ausladen. So, wir haben jetzt noch diese blaue, rote Kristallquest. Aha, bewahre den Frieden. Wir haben hier noch 27,9. Hier haben wir auch noch ein Banditenlager, ne? Mit diesen blöden Raketenwerfer. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns rächen. Ach, scheiße. Hab ich jetzt die Energiezellen drüben gelassen? Hab ich, ne? Müssen wir neue kaufen. Damit ich meinen Warp-Antrieb wieder benutzen kann. Machen wir mal 20. So, mein Freund. Oh, das ist zu weit. So weit kann ich nicht springen. 25, 4. 25. Nee, das kann nicht sein. Wartet mal. Da kommen wir doch gerade her. Ach, hier war das. 27, 9. Oh ja, da gehen wir jetzt hin. Ach komm, wir lassen den Händler. Aber den Dicken hier nicht. Komm, der Dicke gibt ein bisschen mehr Geld. Okay, wir lassen den. Okay, wir lassen den. Ist ja gut. Kein Panik. Mein Gott. Mein Gott. Und ich glaube, da oben ist ein Boss, oder? Ich glaube, da oben war auch der Boss. Ich meine, der letzten haben wir ja fast geschafft.
Ah, das reizt ja schon ein bisschen. Und ich habe auch gesehen, was das Problem war bei dem Boss. Ich Idiot. Habe ich dann in der Aufnahme, wo ich das alles vorbereitet habe, gesehen. Mir sind die mittleren und die rechten Waffensysteme ausgefallen, weil zu viele Waffen in den Systemen waren. Zu viel Überhitzung. Und dadurch hat ja am Ende des Kampfes nur noch die linke Seite geschossen. Und das war dann zu wenig Damage. Weil es ging ja richtig geil los. Wir haben den richtig runtergeschmettert. Und auf einmal kam kein Damage mehr rüber, weil die Waffen überhitzt haben. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. So, das nächste Sprungtor wäre 25,9, oder? Aber davor sollten wir uns... Ne, 27,19. 27,19 wird dann hier unten sein. Oh, Händler. Ja, genau. Komm, Red Skull. Wir machen den fertig. Bom. 110 Credits, immerhin. Ja, dann werden wir dieses Banditenlager endlich mal da oben ausrotten. Mein Gott, war der nervig. 27,9. Lass das doch mal an da unten. Ach ja, da habe ich eine Rechnung offen. Wie oft sind wir da verreckt? Zweimal? Dreimal? Ich weiß es nicht mehr. Es wird Zeit. Es wird Zeit, uns zu rächen. Fracht benötigt. Ich glaube, Frachtquests machen wir gar nicht mehr. Wir versuchen, die letzten abzuschließen, die wir... Oh, hier sind die Energiezellen. Stimmt. Die können wir dann einlagern. Wir können das rote Erz auch mal mitnehmen. Irgendwo werden wir das schon verkaufen können. Und reparieren natürlich. Stopp. So. Ah, ja. Ja, ja, ja. Das rote Eisen können wir eventuell schon im nächsten Sektor irgendwo verkaufen. Nee. Das war nicht hier. Oder? War denn das? War das hier? Mist. Ich weiß es nicht mehr. Ich war mir sicher, das war hier oben gewesen. Und hier unten war das Banditenlager, oder nicht? Hier ist ein Boss. Sollen wir? Auf ein neues. Guck mal, wie viele Trümmerfelder hier sind. Heilige Maria. Aber ich habe jetzt... Kann ich hier speichern? Okay, komm, scheiß drauf. Wir versuchen mal den Boss. Ich überhitze aktuell nicht. Also wir können im Dauerfeuer ballern. Wir haben die Geschützdämme gegen Raketen. Okay, das wird cool. Auf in die Schlacht, Leute! Ah, wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Die Rache ist unser! Komm schon! Nein! Nein, 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 okay, ich gebe auf, ich gebe auf! Okay, die Drohne kann ich diesmal abknallen. Mit den Geschütztürmen. Bam, weg damit. Oh. Okay. Na gut, es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Da oben ist ein Banditenlager, aber ich kann mich hier leider nirgendwo reparieren, um das vielleicht auszurotten. Für die Credits. Hätte ich vielleicht zuerst das Banditenlager machen sollen. Nein, 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 nein. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Nicht da rein. Nicht da rein, nicht da rein. Wo ist das andere Tor? Hä? Hä? Wo bin ich denn hier? Ich bin völlig falsch geflogen. Ich bin völlig falsch geflogen. Ja, kein Wunder, dass mich das schon wieder verwirrt mit diesem blöden System. 27,9. So, aber diesmal reißen wir richtig. Oh Gott. Kurz reparieren. Gut, das erklärt natürlich einiges, dass da kein Banditenlager für mich ist, wo eine Quest noch offen steht. Kann ich das hier verkaufen? Nö, will er nicht. Hier will er gar nichts von dem Zeug haben. So, diesmal aber sind wir im richtigen System. Zeig mal her. Ups.
Ja, jetzt sieht das hier ordentlich aus. Genau dahin. Aber erstmal gehen wir dahin zur Station. Weil, wer weiß, vielleicht will er mir die Quest nochmal reindrücken. Vielleicht kriegen wir dann drei, weiß ich nicht wie viele Belohnungen für dasselbe Banditenlager. Und wir sind ja richtig fit mit unseren 63,7 km/h Geschwindigkeit. Von daher geht das. Wir könnten vielleicht ein bisschen die Antriebe verbessern. Ja, 150% schafft er sogar. Cool. Oh. Hier. Kühlkörper. Da haben wir es. Waffenkühlung plus 18%. Oh, leichter Lasersalve in Blau. Das will ich auch. Aber der Kühlkörper ist wichtiger, glaube ich. Dann könnten wir direkt die Laser einbauen und so, was wir alles noch haben. Scheiße, ich würde gerne beides haben. Ne, wir nehmen den Kühlkörper. Oh, Atomreaktor groß in Blau. Nehmen wir sofort, ohne das andere anzugucken. Lieferung, ne, Lieferung machen wir keine mehr. Wir machen die Systeme, weil das ist immer nur hinfliegen, abgeben, fertig. Die ganzen Piratenquests hier machen wir. Handeln. Handeln, handeln, handeln. Nimmt der das? Oh, der nimmt das auch nicht. Okay, wir müssen die Kühlkörper irgendwie einbauen. Und den fetten Atomreaktor. 6 Platz für 52. Ja. Yeah. Raus damit, raus mit den ganzen kleinen Dingern. Endlich. Ausrüsten, bumm. Damit haben wir 4 Plätze gespart. Und mehr Energie. Insgesamt gibt das hier 50 Energie, diese 5 Atomreaktoren. Und der große gibt 52. Energiespeicher 15, das ist egal. Gott sei Dank, das ist eine gute, gute Verbesserung für uns. Jetzt können wir auch die Kühlkörper ausrüsten. Und wir haben noch 2 Plätze. Aber erstmal werden wir das mit den Waffen ausprobieren. Laser. Ausrüsten. Laser. Ausrüsten. Und Geschützturmlaser. Ausrüsten. Aber den will ich nach vorne. Den will ich links. Den will ich rechts. Jetzt hoffe ich, dass wir genug kühlen. Wo ist unser Schiff? Ich sehe hier nichts. Ja, nein. Die drehen alle hoch. Wieso habe ich keine Schilder an? So. Aber wir haben gute 10 Sekunden zum Schießen mindestens. Und dann gehen die Laser runter. Hm, das ist nicht genug, diese Kühlung. Können wir das rote Eisen verkaufen? Immer noch nicht. Shit, 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 shit. Wir behalten es mal so. Weil ich meine, das ist deutlich mehr Power. Nochmal 3 Laser obendrauf. Wir probieren es mal aus. Wir können halt jetzt nicht im Dauerfeuer kämpfen. So. Erstmal gehen wir diesen Raketen-Johnny. Wir gehen ihm jetzt mal richtig einschenken. Wir haben es freigeschaltet. Nanokomponenten. Plus ein Waffenplatz. Oh, Schiffsklasse. Cool. Ich bin mal gespannt, ob man das bauen muss, ob das eine Art Ausrüstung ist oder ob das einfach ein Bunny jetzt ist, der permanent und konstant da ist. So, mein Freund. Die Rache ist unser. Wir werden dich so zerlegen. Oh, hier sind ein paar Schiffe gerespawnt, oder? Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Oh, ich sehe hier nichts in diesem System. Oh Gott. Robotikteile. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man die aufheben sollte. Also, Leute, das war doch gerade nicht dieser Raketenwerfer, der mich da in der letzten oder vorletzten Folge 3-mal zerlegt hat. Das war irgendein anderer Johnny. Wo ist dieser Raketenwerfer hin? Ich wollte meine Rache haben. Hm. Na gut, okay, dann hat sich da irgendwas geändert, warum auch immer. Geben wir es trotzdem ab, gibt noch mal ein bisschen Kohle.
Und das hat mich gerade nicht überzeugt mit diesen drei zusätzlichen Lasern. Wir waren schon kurz vorm Anschlag bei Überhitzung, haben ihn gerade so fertig gemacht. Ich glaube, ich baue die wieder aus. Das Überhitzding hat uns jetzt gar nichts gebracht, um ehrlich zu sein. Impulsantrieb, Bauplan für Impulsantrieb, habe ich den schon? Auch das ist so ein bisschen blöd bei den Spielen, wenn man Blaupausen findet. Das zeigt einem nicht an, was man schon gelernt hat. Manchmal merke ich, dass ich irgendwas lerne und es kommt nicht dieser Sound. Du hast was gelernt, sondern nichts, wenn ich das lerne. Und dann ist das für mich halt so ein Signal, oh, das hatte ich wohl schon gelernt. Das können die gerne mal ändern, dass das dann irgendwie ausgegraut wird, dass wir das nicht mehr lernen wollen. Ein Seitenantrieb groß, hört sich interessant an. Ich nehme den lieber erstmal. Impulsantrieb schwer. Ich glaube, das wäre nice. Obwohl wir echt einen geilen Impulsantrieb haben. Wir haben Impulsantrieb schwer. In blau. Egal, wir wollen es trotzdem lernen. Was ist mit den Robotikteilen? Oh, die geben 755 Credits. Also die sind anscheinend was wert. Wo würde ich die lagern? Ich würde die in der Station lagern. Das ist blöd. Dann müsste ich die ganzen Robotikteile immer da lagern, wo ich gerade bin. Und die irgendwann einsammeln überall. Dann verkaufen wir die. So. So, genau dieses Tüt. Es kommt so ein Tüt und dann habe ich es gelernt. Und wenn ich irgendwas lerne und es kommt nicht dieses Tüt, dann, ja, hatte ich es schon gelernt und habe Pech gehabt. Hab mir eine falsche Belohnung ausgesucht dann. Okay, kurz speichern. Ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen mutiger mittlerweile. Dann gehen wir jetzt hier runter und hier haben wir auch noch eine Menge... Obwohl, nein, 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 nein. Wir haben doch jetzt den Warp-Antrieb. Das heißt, wir könnten wirklich hier reinmarschieren. Erstmal hier hin. Okay, okay. Sollen wir das tun? Kommt los. Okay, super gefährliches Gebiet. Alles rot hier. Ist völlig egal. Oh nein, hier ist schon wieder so ein Schiff. Aber ich habe keinen Traktorstrahl, mein Freund. Oh. Oh, hier ist ein Lasersalve. Interessant. Wie stark seid ihr denn hier? Level 6. Oh, hier liegt aber ganz schön viel rum. Hier wird anscheinend viel gekämpft. Oh, das ging schnell. Gut. Hier liegt ja ganz schön viel herum. Vor allen Dingen seltenes Zeug. Laser in Gelb. Gallium. Hier haben wir eine Quest. Oh, ein Raketen-Johnny. Ich habe keine Angst, weil ich habe Geschütztürme. Die werden deine scheiß Raketen in nichts auflösen. Schön. Reparaturstrahl kriegen wir hier als Belohnung. Aber dann müssen wir erst abgeben. Okay, hier kommen wir klar. Hier kommen wir klar. Banditenversteck gefunden. Müsste ich direkt zerlegen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Quest haben werden. Dafür. Aber die sind gerade beschäftigt mit den Händlern. Wir lassen die kurz mal kämpfen. Ich will noch kurz überprüfen, ob hier eine zivile Station ist, wo wir die Quest vielleicht bekommen könnten. Die Vengis fliegen hier zumindest auch herum. Hier ist ein Söldnerlager. Ja, okay. Brauchen wir aber nicht. Ich bräuchte eine Zivilistenstation. Was liegt hier herum? Müll, okay, ein bisschen Geld, nehmen wir mal mit. Oh, wir sind voll. Wir sind schon voll. Ah, weil wir so viele Energiezellen... Ach, alles feindlich hier, Mist. Aua. Ist ja gut. Ich mach nichts, ich flieg nur vorbei. Da liegt was. Würde ich mir gerne mal kurz angucken. Ja, ihr könnt mir ruhig folgen. Kanone leicht... Ach, ich bin ja überladen, nicht Dummkopf. So, wo wollten wir hin? Hier hin. Auf geht's. Wir springen rüber. Ja, tausende Quest, 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 Quest. Ach du heilige Scheiße. Ja, viel Spaß im Paradies. Wir müssen jetzt alle hier abknallen. Auf geht's. Mission fehlgeschlagen. Ziel wurde bereits eliminiert. Oh, wir können also auch fehlschlagen.
weil irgendjemand anders den zerlegt hat. Bom, weg damit. Aber ich möchte das jetzt noch nicht machen. Ich möchte das erst machen, wenn mein Lager leer ist. Wir springen kurz rein, verkaufen und springen direkt wieder zurück. Ich kann nichts tragen und die werden droppen. Die werden eine Menge Zeug droppen, wenn wir die erstmal zerlegt haben, alle. Hier, noch ein Problemlöser, kein Problem. Hier. Oh. Wir haben die schon in was bauen wir denn dafür aus? Die Geschossabwehr? Würde ich fast sagen, oder? Ausbauen. Ach so, nein. Ausbauen. Ach, es kostet ja nur ein halber Punkt, ich Idiot. Stimmt. Das heißt, wir können das aktuell nicht anders machen. Dann werden wir die erstmal einlagern. Den Müll können wir kurz verkaufen. Das Gallium, keine Ahnung, verkaufen wir. Das rote Erz. Ach, ich will nicht die ganze Zeit dieses blöde rote Erz mitschleppen. Wir haben echt wenig Frachtraum. So, dann werden wir jetzt ein bisschen sparsamer hier springen. So, nochmal zurück. Oh, was ist das denn? Das ist doch nicht deren Ernst. Alter, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist ja... Danke, dass ihr alle hier so herkommt. Ja, also... Ich würde sagen, es läuft. Aber viel gedroppt haben die ja nicht. Ey, Unabhängiger, es tut mir leid, aber... Geschäftsmänner werden hier nicht gern gesehen. Oh, wir haben... Oh Gott, haben wir viele Quests zum Abgeben. Nur weiß ich nicht wo. Überall in der Galaxie verstreut Quests zum Abgeben. Ein paar sind nicht am Spawn gewesen. Wie geil war das denn, bitteschön. Ey, das ist unsere Station. Weg hier. Boom. So, noch irgendwer? Oh, leichter Lasersalve. Will ich haben? Will ich haben? Ey, aus dem Weg. So, holen wir uns den hier noch. Schon wieder so ein Selbstständiger. Weg damit. Hallo, Unabhängiger. Weg mit dir. Wow, wir werden richtig viel blaue Ausrüstung kriegen, wenn wir wissen, wo wir das alles abgeben können. Oder müssen. So, du, mein Freund. Für dich gilt dasselbe. Selbstständige sind hier nicht erwünscht. Ein Banditenlager. Oh, habe ich eben die Quest in der Zivilstation überprüft? Egal, komm. Ich radiere das Banditenlager jetzt auch aus. Wir gucken mal, wie viel Credits wir bekommen. Wir haben 26.200. Ich weiß noch nicht so richtig, womit das zusammenhängt. Warum das eine Banditenlager, das wir zerstört haben, uns 0 Credits gegeben hat. 0, 0, nix, nada. So, 26.200. Hm. 500. Aber grüne Kristalle ist gut. Und da oben ist ein bisschen Munition. Soll ich mir die noch krallen? Ja, komm. Die krallen wir uns auch noch mal kurz. So. Das Gebiet noch endgültig erkunden? Vielleicht, ja, vielleicht. Könnte hier noch eine Station sein, eventuell. Titan, okay. Und eine kleine Batterie. Händler, tschüss. Wow. Also jetzt so langsam rasieren wir hier wirklich durch.
Schon wieder so ein Planet, der aussieht wie ein schwarzes Loch. Ist okay. Und hier ist eine Station. Ach, hätten wir vielleicht erst suchen sollen, bevor ich das Banditenlager zerlege. Das war dumm gerade. Egal. Eliminieren. Fracht. Sprengstoff. Nein. Nickel. Nein, machen wir auch nicht mehr. Wir werden keine Asteroiden mehr abbauen. Dafür haben wir keine Zeit mehr in diesem Spiel. Kobalt. Tschüss. So, leichter Laser grün. Werden wir erstmal alles ausladen. Kleine Batterien. Nee. Seitenantrieb groß ausladen. Rüstung. Null Platz. Das kann man einfach so ausrüsten. Nehmen wir dann natürlich. Den können wir verkaufen. Zielerfassung. Haben wir schon irgendwo Zielerfassung? Ja, haben wir in grün. Dann verkaufen wir das. Die Munition verkaufen wir. Das Titan verkaufen wir. Und die Grünkristalle heben wir auf. Okay, okay, okay. Hier ist übrigens das Herstellungsbildschirm. Also was man schon hier so herstellen kann. Haben wir ja bisher noch gar nichts mitgemacht. Aber hier ist auch einfach noch nichts. Wir haben noch nicht genug Bauteile und sowieso noch keine Rezepte sozusagen oder Blaupausen. Warte mal. Ich habe vergessen, die Laser abzubauen. Diese Überhitzung nervt mich. Wir gucken mal, wie schnell würde das denn überhitzen, wenn wir unser neues System, was wir hier gefunden haben, wo ist es denn? Ne, hier. Wo hab ich's denn? Ah, wir haben zwei Kühlkörper. Was würde passieren, wenn ich das und das ausbaue? Wie schnell gehen die Waffen runter? Hat das jetzt was gebracht oder bin ich blöd? Okay, jetzt nochmal kurz einbauen. Ich meine, das hier sind 18%, das hier sind 16%, dann sind wir auf 35% minus. Okay, okay, ja. Ja, es bringt ein bisschen was. Nee, Nickel machen wir hier nicht mehr. So. Was haben wir hier? Zerstören. Oh ja, ich glaube, hier können wir die ganzen Quests abgeben. Dann würde ich auch sagen, das machen wir auch sofort. Und alles hier. Oh, und vielleicht noch den hier um die Ecke bringen, den links um die Ecke bringen. Den machen wir noch kurz. Schnelle Welle. Oh, ich bin so froh, dass wir uns für ein schnelles Schiff entschieden haben. Ich schwör's euch, in meinem ersten Run, da bin ich nicht so geschlichen. Das war schon anstrengend. Ich wette, oh nein, das ist ein Red Skull, den wir töten sollen. Ach, Kollege, Bruder. Tut mir leid. Ich denke an dich. Oh nein, das klappt ja schon wieder nicht. Wie kriege ich ihn abgeballert? Wie habe ich es eben gemacht? Also, das eine Mal hat es geklappt, aber ich bin so blöd. So, wir erpressen ihn. Okay, ich habe ihn erpresst. Und was jetzt? Was hat er mir eigentlich gegeben? 2 XP. Ja, ich bin zu doof dafür. Leute, Hilfe! Wie kriege ich meinen eigenen Johnny, meinen eigenen Kollegen getötet? Oder ich breche die Quest ab. Vielleicht breche ich die Quest einfach ab. Mal gucken. Ich will jetzt meine ganzen Belohnungen haben. Oh ja, das wird geil. So, guten Tag. Wir sind wieder da. Okay, was haben wir hier? Ach, so ein ganz kleiner Generator. Schubverstärker. Sensor. Nehmen wir den Sensorverstärker. Haben wir zumindest noch nicht. Das haben wir schon. Trümmerfinder. Okay, wäre eine Verbesserung. Reparaturstrahl, nee, das brauchen wir nicht. Scanner haben wir schon. Reparaturstrahl oder Laser? Ja gut, dann nehmen wir den Reparaturstrahl. Traktorstrahl haben wir noch, glaube ich, gar nicht. Kleiner Laser. Handelsregister. Aber 1,2% Rabatt. Das ist
Ja. Ja, also, wenn irgendwas 100 kostet, kostet es nur noch 99. Oder, ja. Genau. Nehmen wir den Traktorstrahl. Ein Atomreaktor, leider ein kleiner. Trägheitsstabilisator, eventuell Lasergeschossabwehr. Nehmen wir. Da brauchen wir noch ein paar grüne, glaube ich. Schubverstärker haben wir eben geholt. Trümmerscanner habe ich, glaube ich, doch auch eben geholt. Oder? Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Das war was anderes. Lasergeschossabwehr schon wieder. Seitenantrieb oder Bauplan Laser leicht? Nö. Nehmen wir den nochmal. Kanone leicht, Laser leicht. Sollen wir so langsam uns auf Kanonen vorbereiten für das nächste Schiff? Für das nächstgrößte Schiff, größere Schiff, so. Können wir schon mal ein paar Kanonen lagern, weil ich glaube, irgendwann sind die Laser auch mal ausgedient, die wir hier haben. Wir nehmen mal einen. Bauplan-Scanner, nein, das haben wir schon. Solarreaktor, ach, ist alles egal. Schildgenerator, wieder so ein kleiner. Ach, das ist alles dasselbe. Kanone leicht. Navigationsgerät, Laser leicht. Kanone leicht. Keine Ahnung. Ich bekomme andauernd dieselben Belohnungen. Merkt ihr das, Leute? Habe ich alles zehnfach gleich. Jetzt beginnen die besseren Sachen. Schildgenerator. Aber ist nicht... Oh, Lasergeschossabwehr in Blau. Aber ich glaube, ich will diesen Schildgenerator fast lieber haben. Wir haben noch viele bescheuerte Schilde. Wir nehmen den Schildgenerator. Schubverstärker. Vulcan, schwer. Vielleicht. Oder den Schubverstärker. Komm, wir gehen auf Waffen. Schildgenerator leicht. Nee, leichter Laser. Ja, das ist wieder egal. Leichter Lasersalve. Vulcan schwer. Okay. Dann nehmen wir lieber den hier. Kleine Batterie. Können wir gebrauchen für unser nächstes Schiff. Zielerfassung. Munition. Nee. Nehmen wir die kleine Batterie. Okay. Puh. Uiuiui. Jetzt erstmal den Überblick behalten. Systeme. Wir können zwei Systeme aufbauen. Das heißt, wir nehmen den Schildgenerator, ausrüsten. So, 300 Schilde. Schön. Die kleine Batterie werden wir im nächsten Schiff brauchen, ausbauen. Der leichte Laser kann verkauft werden. Die Kanonen, die haben eine Reichweite von 60. Ich glaube, die Vulkankanonen auch, ne? Ne, 70 sogar. Ich würde ja fast dann auf Vulcans gehen. Schaden, ja, der Schaden ist halt nicht so hoch. Aber die ignorieren Schilde. Das ist schon krass. Wenn wir aufs nächste Schiff auf Vulkankanonen gehen. Und die verbrauchen, lass mich mal kurz gucken. Hitze 1,9 und so eine Kanone Hitze 9,6. Also die Kanonen überhitzen deutlich schneller wie so ein Vulkan. Lasergeschossabwehr. Sekunde mal. Das werden wir jetzt mal umtauschen. Ausbauen. Ausbauen. Ausrüsten. Ausrüsten. Verkaufen. Verkaufen. Reparaturstrahl erstmal einlagern. Trägheitsstabilisatoren einlagern. Rüstung. Lagern, Sensorenverstärker lagern wir auch erstmal ein. Trümmerfeldscanner könnten wir einbauen. Nee, doch, kostet keinen Platz. Trümmerfinder rüsten wir aus. Und Traktorstrahl, den brauchen wir noch nicht. So, die Vulcans werden wir erstmal ausladen. Und die leichten Kanonen verkaufen für Geld? Nee, die behalten wir erstmal. Die behalten wir erstmal für später. Ausladen. Dieses rote Herz, was ist denn damit? Kann ich das immer noch nicht verkaufen? Nee. Puh, wir haben einen Haufen Ausrüstung. Wir haben einen Haufen Ausrüstung. Ich bin mir nicht mehr... So langsam verliere ich hier den Überblick.
was ich noch brauche. Ach so, die Systeme kann ich ja auch alle eigentlich auch einbauen. Die kosten ja kein Gewicht. Stimmt eigentlich. Komm, ausrüsten. Trümmerfinder habe ich schon. Dann können wir den hier verkaufen. Und die mobile Raffinerie. Es braucht eine Yacht. Ab Stufe Yacht, Minimum, Schiffsklasse. Ich glaube, den Rohrantrieb können wir auch verkaufen mittlerweile. Da haben wir was Besseres. Schubverstärker haben wir noch gar nicht. Impulsantrieb. Ich glaube, diesen Impulsantrieb brauchen wir auch nicht. Eventuell natürlich irgendwann für unsere eigene Flotte, für unsere eigenen Schiffe, die halt kleiner sind, die eben nicht so einen großen Impulsantrieb schleppen können, weil die einfach keinen Platz dafür haben. Lassen wir erstmal noch. So, was ist hier mit den Waffen? Reparaturstrahlkanone. Wir können, glaube ich, so langsam die Laser hier loswerden. Es sei denn, Überhitzung 5, Überhitzung 8. Warte mal. Ausbauen. Ausbauen. Ausrüsten. Ausrüsten. Den Laser werden wir ausladen. Lasst mich mal kurz gucken, wie viel Überhitzung haben wir noch. Okay, der mittlere überhitzt, dann der rechte, kreuz und quer. Wir müssen mal alles hier neu aufbauen. Sekunde mal, ich werde mal kurz alles ausbauen, damit ich ein bisschen besseren Überblick habe. So, fangen wir an mit den Geschossabwehren. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Vorne, rechts. Links haben wir Laser. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Vorne, rechts, links. Okay. Ausrüsten, ausrüsten. Links, rechts. Und oben, vorne machen wir dann nochmal so eine Geschossabwehr. Okay, jetzt gucken wir nochmal wegen der Überhitzung. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Aber wir überhitzen am Ende trotzdem. Aber das sah schon deutlich besser aus. Das heißt, der Laser wird verkauft. Den brauchen wir nicht mehr. Wir lassen unsere Geschosse jetzt so, wie sie sind. Puh. Ganz schön krass. Ganz schön krass. So. Was haben wir jetzt noch? Haben wir hier noch irgendwelchen krassen Scheiß zu erledigen? Hier eliminieren. Wo haben wir nochmal richtig viele Eliminierungsquests? Hier eventuell. Hier müssen wir noch Kupfer abgeben. Haben wir aber keins. Werden wir auch so schnell nicht mehr haben. Und hier unten. Oh ja. Hier können wir nochmal richtig reinballern. Wäre es mit dem Warp-Sprung dahin? Geht nicht. Dann warpen wir erstmal hier hin. Und ich hätte vielleicht speichern sollen. Oh, hallo. Okay, wir warten kurz, bis unser Warp-Antrieb aufgeladen ist. So lang könnten wir hier vielleicht das Gebiet mal abscouten kurz. Für unsere XP. So, das nächste Ziel. Übrigens, das nächste Ziel ist ungefähr auf 100.000 zu kommen. Hier ist ein Banditenlager. Zerlege ich für das Geld. Auf 100.000 zu kommen für die nächste größte Schiffsklasse. Oh. Ey. Ey, hier. Oh Gott, ich schieße. Nicht besonders gut. Nicht besonders gut. Ich glaube, die werden gerade so schnell zerstört, dass die nicht mal auf mich richtig reagieren. Drohnenteile, sehr schön, das gibt Geld. Ey, nicht vorbeifliegen. Ey, oh Gott, die Steuerung. Wie viel haben wir bekommen? Mist, ich habe es nicht gesehen. Gar nichts. Keinen einzigen Kronkorken. Hier unten müsste es jetzt stehen eigentlich. Merkwürdig. Wieso manche Banditenlager mir Geld geben, manche gar nicht. Was soll das denn raffen? Ey. Da haben wir noch ein bisschen Müll, nehmen wir mit fürs Geld, klar.
So, das System haben wir entdeckt. Dann können wir jetzt weiterspringen. Und zwar hierhin, würde ich sagen. Warp. Und auf geht's. Oh. Hier sollen wir nicht alle zerstören. Hier sollen wir alles abgeben. Oh ja, das gibt... Oh Gott, das gibt noch mehr Drops. Ich verliere doch völlig schon den Überblick. Und jetzt kriegen wir noch mehr Drops. Mal gucken, was es wird. Hallo, Händler. Haben wir. Weg mit dem. So, Quest abschließen. In Ordnung. Was können wir uns hier holen? Handelsregister, ein besseres. Raketenwerfer weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit einem Raketenwerfer gespielt, um ehrlich zu sein. Aber das Handelsregister nehmen wir uns mal, auch wenn das Peanuts sind. Wir nehmen uns den Techwürfel, würde ich auf jeden Fall sagen. Gyroskop in Blau oder Sensorverstärker? Dann nehmen wir den Sensorverstärker. Laserleichtsalbe, Leute. Aber das wäre nicht zukunftsorientiert. Denn die Laserleichtsalben werden wir bald nicht mehr brauchen. Ich glaube, wir nehmen den fetten, geilen Traktorstrahl. Bauplan, Zielerfassung, leichte Kanone. Ja, Lasergeschossabwehr nehmen wir mal. Lieferung von System, Pirat abknallen. Na klar, Piraten machen wir immer weg. Drohnenteile, nee. So, erstmal den Müll weg, verkaufen. Die Energiezellen. Munition verkaufen, Drohnen. Oh, der will die Drohnenteile hier nicht, okay. Verkaufen, Handelsregister, ausbauen, schön. Können wir den alten Handelsregister verkaufen. Weg ist er. Traktorstrahl. Geil. Geil, geil, geil. Den werden wir einlagern. Den Tech Cube werden wir verschrotten. Sensorverstärker werden wir erstmal ausladen. Drohnenteile will er nicht. Geschossabwehr, wie sieht es bei uns aus? Oh, können wir uns noch verbessern. Ausbauen. Ausrüsten. Dann kommt der weg. Das Eisen kommt weg. Okay. Okay. Hier den Traktorstrahl. Der kann auch weg. Wir haben jetzt den in lila. Verkaufen. Fertig. Jetzt noch hier oben abgeben. Den Rest. So, ab sofort würde ich sagen, nehmen wir jetzt nur noch Eliminierungsquest an. Oh, wir haben Level Up. Geil. Okay, wir haben jetzt den Nanokomponenten. Haben wir jetzt auch mehr Platz? Oh ja, scheiße, haben wir. Drei Plätze in den Waffenslots haben wir bekommen. Drei Stück. Ich meine, ich überhitze schon sowieso. Bringt jetzt für dieses Schiff vielleicht nichts, aber fürs nächste... Cool, das hat sich gelohnt, definitiv. Dann werden wir lauter Anti-Hitze-Systeme brauchen irgendwann. Abschließen, abschließen. Ja, hier diesem nehmen wir immer an, weil die sind immer chillig. Und die Piratenquest, alles andere werde ich ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, lassen. Ich bräuchte noch ein paar Energiezellen zum Springen. Na, wo seid ihr? Seid ihr hier? Kaufen wir uns einen 10er-Pack, das muss reichen. So, dann noch hier hin. Das ist ein böses Gebiet. Hier ist ein freundliches Gebiet, unser Gebiet. Da können wir dann später auch abspeichern. So. Oh, hier ist schon irgendwas neben mir. Hey, du. Oh, das ist schon wieder so ein toddunkles System. Oh nein, das ist... Ja, stimmt. Hier können wir niemanden töten. Denn das sind unsere Freunde. Ah. Gut. Gut, gut, gut. Wir geben hinten die Quest ab. Egal. Oh, und wir haben wieder 44.000. Oder was heißt wieder? Hatten wir bisher noch nicht. Wir haben ja bei 34.000 uns das Schiff hier gekauft. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein wegen den Eliminierungsquests, die wir durchgerockt haben auf einmal. Abschließen. So. Annehmen, annehmen. Die Systemdinger annehmen. Und die Piraten killen. Fracht lassen wir weg. Okay, okay. Ihr Lieben,
Ich mache hier an dieser Stelle Cut. In der nächsten Folge würde ich sagen, wir müssen straight auf die 100.000 Credits gehen und uns dann irgendwie sowas hier besorgen, was er hier fliegt. Das wird mega. Ab diesem Zeitpunkt wird das Spiel, glaube ich, mega. Dann werde ich nur noch in feindliche Systeme fliegen und alles zerstören. Ich möchte, mein Highlight wäre dann, wenn ich so ein System, so eine Station von denen zerstöre. Das wird der Hammer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich natürlich riesig darüber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.